er ziehen, da muss er ziehen. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es ums Thema Prozent-Tennis gehen. Ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Und wer mich kennt, weiß, dass ich als schlechter Clubspieler gestartet bin, mich lange nach vorne arbeiten musste, ja, bis ich das Niveau erreicht habe, was ich heute spiele. Und selbst als Spieler habe ich nichts von diesem Thema gehört, als auch bei meiner Trainerausbildung ist das Wort Prozent-Tennis oder dieses Thema allgemein nie gefallen. Was das ganze Thema eigentlich beinhaltet, das schauen wir uns heute an. Eine perfekte Definition von Prozent-Tennis gibt es so gar nicht. Du fragst 10 Trainer, du bekommst 10 Antworten. Vorausgesetzt, sie wissen überhaupt, was Prozent-Tennis ist. Frag am besten mal deinen Trainer. Bin gespannt, was er dir sagen wird. Sportmoderatoren auf Sky und auf Eurosport verwenden das Wort ganz oft, um Profispieler zu vergleichen und darzustellen, wo sie gerade eine schlaue Entscheidung in ihrem Spiel getroffen haben. Meine Definition ist angelehnt an die Adler-Methode, die ich erfunden habe. Das heißt, Technik, Taktik und das mentale Spiel sind ja 3 Komponenten. Und diese Komponenten verbunden mit statistischem Spiel ergibt für mich Prozent-Tennis. Das heißt, wir treffen schlaue Entscheidungen, um weniger Fehler zu machen, mehr Punkte zu machen. Wie das Ganze im Detail aussieht, vor allem die Verbindung zwischen mental und statistischem Spiel, wollen wir heute uns in Teil 1 von dieser Videoserie anschauen. Und in Teil 2 will ich dir ganz genau erklären, wie du wirklich auch mehr Punkte machst und weniger Fehler, mehr Matches gewinnst in Verbindung mit Statistik und Prozent-Tennis. Lass uns gleich reinstarten. Falls du dich wunderst, warum mein Laptop hier steht, weil ich mir zusammen mit dir jetzt einmal anschauen möchte, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Wir haben hier ein Spiel von 2 Amateuren, was ich mit dir jetzt einmal kurz analysieren möchte. Wir schauen uns hier ein Match an zwischen Mathis LK14 und Sebastian LK19. Der Stand ist 3-2, 30-15. Das Video haben wir im Winter 2020 gefilmt. Falls du dir das anschauen möchtest in voller Länge, kannst du hier auf den Link klicken. Ganz wichtig bei dem Spielstand zu sagen, wir haben einen kurzen Satz bis 4 gespielt. Das heißt, dem Mathis fehlen jetzt hier noch 2 Punkte zum Sieg, dem Sebastian eben mehrere Punkte, um überhaupt an ein 3-3 ranzukommen. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie der Ballwechsel im Endeffekt abgelaufen ist. Der Mathis hat jetzt hier den Punkt gewonnen. Es steht 40-15 Matchball und den hat er dann auch verwandelt und er hat das Match gewonnen. Dieser Ballwechsel war entscheidend, um nochmal eine Chance für den Sebastian rauszuholen. Und deswegen wollen wir uns jetzt anschauen, was hier genau eigentlich passiert ist. Der Mathis schlägt auf, solider Aufschlag, schlau von ihm, dass er in dieser Phase jetzt nicht seinen gewaltigen ersten bringt, sondern einen guten Aufschlag mit einer guten Länge. Ich würde sagen, das ist so ein Aufschlag bei ihm mit 60%, nicht 100, sondern nur 60 auf die Rückhand beim Gegner. Der Sebastian macht es eigentlich auch gut, chippt den Ball zurück hinter die T-Linie, effektiver Return. Und dann sind wir auch schon mitten im Ballwechsel. Ganz wichtig, oftmals denken sich die Aufschläger, ich muss unbedingt den Punkt machen, weil ich ja schließlich der Aufschläger bin. Und im Fernsehen sehe ich auch immer, dass die Aufschläger der Aufschlagspiele gewinnen. Ist im Clubspielertennis nicht immer unbedingt der Fall. Ganz oft ist es so, dass wir jetzt auch wie hier in der Szene mitten im Ballwechsel einen neutralen Ballwechsel haben. Sowohl der Returnspieler als auch der Aufschläger haben eigentlich keinen Vorteil mehr, sondern es entscheidet sich wirklich, wer im Ballwechsel den besseren Punkt spielt, die bessere Taktik spielt. Wir befinden uns jetzt hier in einer Vorhand-Rallye, Vorhand-Cross-Rallye und hier spielt der Sebastian einen hohen Ball, der ihm ein bisschen Zeit verschafft und daraufhin spielt der Mathis dann einen sehr, sehr schlauen Ball, der ganz weit weg ist von der Grundlinie und auch genug Platz zur Seitenlinie lässt. Das heißt, das ist ein sehr sicherer Ball, der den Sebastian aber stark unter Druck setzt und dafür sorgt, dass er gleich den Ball ins Netz schlägt. Ja, also auf der einen Seite sehr, sehr schlauer Ball von Mathis, auf der anderen Seite der Sebastian schlägt hier einen Longline-Ball an einer Stelle, wo er auf jeden Fall einen hohen Topspin-Ball hätte schlagen sollen, so wie er das in der Szene zuvor gemacht hat. Und hier reden wir genau darüber, dass man erkennen muss, in welcher Situation, bei welchem Spielstand es jetzt schlau ist, auf welchen Ball zu spielen. Ja? Und hier wäre es eben schlauer gewesen, den Ball möglichst lang mit so einem Tennis, was der Sebastian auch gespielt hat, also hoher Topspin, ja, vielleicht einmal links, rechts, dann abwechseln, da hat jetzt einfach dem Mathis auch
zu viel Zeit gegeben, dreimal Vorhand Cross bei einem guten Spieler. Da kann es dann schon sein, dass der andere mal durchzieht. Da hat ihm einfach jetzt zu viel Zeit und zu viele Möglichkeiten gegeben. Aber an sich hätte er in dieser Situation auf jeden Fall noch den Punkt gewinnen können, hat sich aber für einen aggressiven Longline-Ball entschieden. Und ich glaube, das ist auch ganz oft ein Problem, was ich auf Plätzen sehe, dass man sich in der Situation denkt, oh, ich bin gerade an dem Ball, ich muss jetzt den Winner schlagen, ich gehe jetzt Longline die Linie runter, was aber wirklich nur in einem von 10 Fällen klappt. Und in diesem Fall hat es nicht geklappt und hat eben auch dafür gesorgt, dass der Sebastian das Match verliert. Die Inspiration zum Thema Prozent-Tennis habe ich von Craig O'Shaughnessy. Das ist der Coach unter anderem von Novak Djokovic und von Dustin Brown. Und er hat sich darauf spezialisiert, das Thema Statistik ganz stark ins Tennis zu bringen. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ja, unter anderem, dass Spieler meistens auf den Ball draufhauen und sich dann wundern, dass sie nicht verlieren. Und mein Lieblingssatz von Clubspielern ist nach wie vor, wenn sie nach dem Spiel vom Platz kommen und sagen, ja, den Spieler hätte ich eigentlich schlagen können. Ja, wie oft hast du den Satz schon gehört? Den Spieler hätte ich eigentlich schlagen können, aber du hast ihn halt nicht geschlagen. Und das ist auch so ein Thema, was ganz viel mit Statistik zu tun hat, weil oftmals treffen zwei Spieler aufeinander und du bist vielleicht sogar der technisch bessere Spieler, aber du kannst das nicht umsetzen. Entweder auch, weil du mental zu nervös bist und nicht durchziehst, aber auch, weil du einfach die falschen Entscheidungen zu den entscheidenden Momenten triffst. Und dann verlierst du ein Spiel auch mal 6-4, 6-4, was du ansonsten gewinnen könntest. Allgemein ist es auch ein Phänomen unter Tennisspielern, dass jeder immer Winner schlagen will. Schneller, härter, fester, genau auf die Linie. Aber wenn wir Tennis mal auseinandernehmen, dann können wir nicht nur Winner schlagen, sondern wir machen auch ganz viele Fehler. Das ist jedem bewusst, das muss ich keinem erklären. Das weiß jeder innerlich. Trotzdem fühlt es sich halt super an, diese Winner zu schlagen. Dieser Craig O'Shaughnessy hat eine Statistik rausgefunden und die heißt 55%. 55% ist die Zahl, ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich blende hier gleich mal eine Grafik ein. 55% ist die Zahl, die die durchschnittliche Nummer 1 der Weltspitze an Punkten gewinnt, wenn sie Nummer 1 ist. Also wir nehmen jetzt mal ein Djokovic, ein Nadal, ein Federer, Nummer 1 der Welt, waren sie alle. Und in diesem Jahr oder in diesen Jahren, wo sie Nummer 1 waren, haben sie im Durchschnitt nur 55% ihrer Punkte gewonnen. Nicht 60, nicht 70, 55%. Das heißt im Umkehrschluss, sie verlieren 45% ihrer Punkte und sind Nummer 1 der Welt. So, jetzt nimm du mal alle deine Spiele zusammen im letzten Jahr. Wenn du jetzt 55% aller Punkte gewonnen hättest, dann hättest du sehr, sehr viele Spiele wahrscheinlich gewonnen und würdest jetzt ganz woanders stehen, wo du jetzt stehst. Was will ich damit sagen? Das bedeutet, dass nicht jeder Fehler ein Problem ist. Wie oft sehe ich Spieler, die auf dem Platz stehen? Und ich kenne mich selber auch, ging mir früher auch so. Und ich mache einen Fehler und ich ärgere mich. Und dieses Ärgern zieht sich noch über 2, 3 Spiele hinaus, weil ich so einen ärgerlichen Ball verschlagen habe. Point. Da sind wir wieder beim mentalen Spiel verbunden mit Statistik. Aber was wäre denn, wenn du sagst, naja, wenn ich von 100 Punkten, theoretisch, 45 Fehler mache, dann war es ein verdammt geiler Tag. Dann würdest du doch mit einem ganz anderen Gefühl auf den Platz gehen und auch im Spiel spielen und vielleicht auch danach vom Platz gehen, als wenn du auf den Platz gehst und denkst, ach, wieder einen leichten Ball verschlagen, wieder hier ein Unforced Error. Ja, aber solange du halt nicht sehr hochklassiges Tennis spielst, wirst du immer diese leichten Fehler machen. Ja, also hier ganz wichtig, die mentale Seite mit Statistik verknüpfen und schauen, was ist denn realistisch zu spielen. Ist es realistisch, nur Winner zu schlagen? Ist es realistisch, keine Fehler zu machen? Ich glaube nicht. Die Lösung, um Prozenttennis auch in dein Tennisspiel einzubauen, ist es eben unter anderem, deine Erwartungen zu senken. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Taktiken und Zielzonen, die dir helfen werden, im Spiel zu visualisieren, wo der Ball hinkommt und du wirst automatisch mehr Punkte machen. Wie das genau aussieht, werden wir uns in Teil 2 von dieser Videoserie anschauen. Dort wirst du ganz genau feststellen, wo der Ball eigentlich in welchem Moment hin muss. Ja, und wenn du jetzt schon neugierig bist, dann gebe ich dir hier schon mal einen kleinen Hinweis und einen kleinen Einblick aufs Video von nächster Woche. Wenn man nicht so sauber trifft. Wir sehen uns im nächsten Video und wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte den Like und das Abo da, damit du auch nächste Woche informiert wirst, wenn das Video live geht. Wir sehen uns, bis nächste Woche, dein Markus. Ciao.